Willkommen zu einer weiteren Episode von Cars Moving Parts. Wie man sieht, ist der Frühling da und das bedeutet, die Zeit fürs Offenfahren ist gekommen. Deswegen werfe ich heute einen Blick in das Segment der Roadster, also der offenen Zweisitzer. Besonders soll allerdings auch darauf geachtet werden, dass man nicht nur offen gemütlich cruisen kann, sondern dass auch genug sportliche Gene vorhanden sind. Das Konzept zu dem Roadster, den ich mir heute anschaue, stammt aus dem Jahr 1994 und ist somit über 20 Jahre alt. Die Idee war es, ein Coupé auf den Markt zu bringen, das durch sein revolutionäres Design begeistern und durch seine Leistung überzeugen sollte. 1995 war es dann soweit. Das Audi TT Coupé wurde erstmals der Öffentlichkeit vorgestellt. Als die Konzeptstudie des Audi TT zum ersten Mal 1995 auf der IAA in Frankfurt vorgestellt wurde, war sein Design eine Sensation. Noch im selben Jahr auf der Tokyo Motor Show wurde der Roadster vorgestellt, kam ebenfalls verdammt gut an. Deswegen entschied sich Audi, den Wagen natürlich in Serie zu bauen. Das Ganze war dann 1998, tolles Auto, sehr hoher Grenzbereich, lässt sich wirklich super fahren, Problem. Der Grenzbereich reißt auf einen Schlag ab und das Heck kommt raus. Folge, es gab einige Unfälle. Einige davon auch mit Todesfolge. Audi musste reagieren und spendierte dem TT serienmäßiges ESP, ein angepasstes Fahrwerk und dieses Luftleitblech. In den Folgejahren hat sich der Audi TT sowohl als Coupé als auch als Roadster zu einem echten Verkaufsschlager entwickelt. Das moderne, sportliche und schicke Design wurde aufgegriffen und im Innenraum fortgesetzt. Edle Materialien und exklusive Bedienelemente verliehen dem Innenraum einen einzigartigen Charakter und somit einen hohen Wiedererkennungswert. Die Liebe zum Detail sorgte dafür, dass der TT sich schon nach kurzer Zeit von der Masse abhob. Ein Audi TT zu fahren, sei es als Coupé oder als Roadster, wurde schick. Die Vierzylindermotoren mit Turboaufladung hatten eine Leistungsspanne von 150 bis 225 PS. Als Topmotorisierung stand ein V6 mit 3,2 Liter Hubraum und 250 PS zur Verfügung. Da mein Interesse heute allerdings vor allem dem sportlichen Fahren gilt, geht es heute nicht um diesen Roadster, sondern um den, der danach kam. Bin ich über Land unterwegs im Audi TTS Roadster. Der TTS Roadster ist ausgestattet mit dem bekannten 2,0 Liter TFSI-Motor von Audi, werksinterne Bezeichnung EA113. Dieser Motor hat eine maximale Leistung von 272 PS und baut ein maximales Drehmoment von 350 Newtonmetern auf. Serienmäßig besitzt der Audi TTS Quattro-Antrieb, das heißt, ich bekomme die Kraft über alle vier Räder auf die Straße. Bei den schwächer motorisierten Audi TT Modellen ist es häufig störend gewesen, gerade wenn die Straße vielleicht auch mal nass ist, dass man im ersten und im zweiten Gang die Kraft nicht richtig auf die Straße kriegt, weil einfach die Vorderachse sofort Schlupf hatte und man deswegen ESP-Eingriffe hatte und halt nicht richtig beschleunigen konnte. Mit dem Quattro-Antrieb gibt es dieses Problem nicht mehr. Selbst wenn die Straße nass ist, kann ich in jeder Gelegenheit Gas geben und der Wagen geht sofort nach vorne. Da der Audi TT 8N so gut ankam, bestanden die Veränderungen beim zweiten Modell in dezenten Weiterentwicklungen dessen, was beim ersten bereits zum Erfolg geführt hatte.
Betrachtet man beide Modelle nebeneinander, so fällt auf, dass der TT8J die Formsprache des ersten TT fortgesetzt hat. Ziel des TT8J war es nicht nur, die Serie fortzusetzen, sondern die Qualität nochmals zu verbessern. Konsequent weitergedacht und gut umgesetzt wurde auch die Idee des Innenraums der zweiten Generation. Feines Leder, Alcantara und Aluminium prägen das Cockpit. Mit Druck auf die S-Taste in der Mittelkonsole wird das Gaspedal feinfühliger, die Lenkung wird direkter und die Dämpfer des Audi Magnetic Ride werden härter. Zur gesteigerten Sicherheitsausstattung gehören unter anderem rundherum innenbelüftete Bremsscheiben. Das mittlerweile vollautomatische Verdeck des Audi TT öffnet und schließt in jeweils 12 Sekunden. Geräuschdämmung und Isolation wurden bei der zweiten Generation deutlich verbessert. Das zunächst nur beim Audi TTS serienmäßige Akustikverdeck mit nochmal deutlich gesteigerter Geräuschdämmung gehörte ab dem Facelift im späten Jahr 2010 zur Serienausstattung aller TT Roadster. Das bei der ersten Generation des Audi TT noch fest montierte Luftleitblech wurde bei der zweiten Generation zu einem Spoiler, der bei 120 km/h aus und bei 80 km/h wieder einfährt, der aber auch manuell über die Mittelkonsole bedient werden kann. Trotz seiner Verwandtschaft zu anderen Fahrzeugen in der Audi VW-Familie hat sich der Audi TT dennoch seine Individualität und seinen eigenen Charakter bewahrt. Was einfach genial ist, das ist der Antritt aus dem Stand. Normalerweise ist es so bei anderen Autos, die nicht so in dieser Leistungsklasse sind, dass du ab einer gewissen Geschwindigkeit merkst, okay, die Beschleunigung wird weniger. In diesem nicht. In diesem nicht. So, und wie schnell ist der Audi TTS Roadster denn jetzt eigentlich? Ob entspannter Cruiser oder Sportgerät. Die Innovation des Audi TT war ein Meilenstein im Roadster-Segment. Der Audi TTS Roadster tut all das, was ich von einem emotionalen Auto erwarte. Er lässt dich jubeln, lachen, schwärmen. Er lässt dich träumen. Er ist niemals langweilig. Die verarscht aus? Generell oder? Alter Vater, hier kommt gleich die Sinnflut runter. Unten. Oh nein. Oh, du bist ein unglaublicher Spuck. Kamera. Das ist doch völliger Unsinn.
Dreckig bin ich auch noch. Witziger, ne? Oder lockerer. No. Stinkt auch immer noch. Gott! So, wir sind unterwegs im Audi TTS Roadster. Baujahr. Quatsch, Blödsinn. No!